Schönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wir befinden uns noch auf unserer Insel und ich habe jetzt gerade so gesehen, wir haben ja hier auch noch was Fühlt zu sich noch nicht wie ein Zuhause kaufen. Und zwar unser Herrenhaus, die Fassade. Soll diese Konstruktion verbessert werden? Ja, ich bitte doch drum. Mal wegen was Nobleres hier draus machen. Die Fassade des Herrenhauses wurde re renoviert. Ach, Irgendwie können ist es noch nicht ganz fertig. Ein Turm für das Herrenhaus und die Gärten herrichten. Ja, klar. Moha! Es ist schick. Für das Herrenhaus wurde ein Turm fertiggestellt und die Gärten hergerichtet. Was könnte wohl noch her, damit es perfekt ist? 40.000 Gästehaus. Krass. Es dauert jetzt erstmal eine Zeit lang wieder. Wenn sie Templerjagd, ne? Gott, was waren denn nochmal die Templerjagden? Wollen wir das heute mal machen? Nebenaktivitäten, oder? Schauplätze, alle Symbole. Warte mal, auf Home. Habe ich überhaupt eine Home-Taste? Nein, habe ich gar nicht. Zumindest wüsste ich jetzt halt nicht wo. Templerjagd. Ach, das ist dieses Symbol. Okay. Dieses Assassinen-Symbol. Und wo gibt's da was? Da zum Beispiel. Wo sind denn wir gerade? Also gibt's die immer nur nach und nach, habe ich so das Gefühl. Dahin will ich. Haben wir hier in der Nähe irgendwas? Dann reisen wir da hin. Und dann machen wir heute wegen Templerjagd nochmal. Habe ich Lust drauf. Zumindest möchte ich einfach nur diese blöde Kutte haben. Halbes Segel, fangt etwas. So, Reisegeschwindigkeit und dann einfach mit Vollgas dahinter. Oh, das sind ein paar Schiffli. Zwei Stufe 25. Das wird der Treibgut aufnehmen, bitte. Ein Zucker. Wir könnten die natürlich einfach so wieder sinnloserweise angreifen. So kriegst du halt verdammt die Kohle, wenn du das ganze Zeug verkaufst, Zucker und so. Am übelsten ist es wahrscheinlich, wenn du echt so ein legendäres Schiff plättest, aber davon sind wir noch weit entfernt, dass wir das schaffen. Also ich würde jetzt die Stadt, also unsere Insel, eigentlich verdammt gerne voll aufrüsten. Ne? Ist mir ja nicht wichtiger wie das Schiff. Ja, obwohl eigentlich ist das Schiff wichtiger, da befinden wir uns öfter. Da müssten wir wirklich verdammt viel spielen und verdammt lang vor allem. Und wir haben ja eigentlich, hatten wir ja gesagt, machen wir nicht, sondern wir spielen nur mehr oder weniger das Nötigste.
Müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie. Dass wir da irgendwie durchkommen. Die war mir ein Dorn im Auge. Was ist denn das für eine? Entern wir sie. Bam, 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 bam. Ich renne hier einfach nur rum und drück. Ich habe neulich ein Schiff verloren, wo ich die Vordinger erobert habe. So. Die nehmen unsere Flotte auf und gut ist. Was ist das denn? Kanonenboot Stufe 6. Ja, sehr unnötig. Was ist denn das? Stufe 23. Dürfte an sich ja auch kein Problem darstellen. Hol sie nieder, raus aus dem Wind! Feuer! Lass uns versenken, Kenway! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Sie verwundbar, Captain! Feuer! Großsegel, los geht's! Sagen festziehen in den Wind! Sie passen sich an! Was ist das? Stufe 23. Ach, die Kundschafter müssen wir hier wieder töten. Und Crew. Okay, machen wir doch alles. Crew haben wir schon ordentlich was.
Unsere Crew, die stellt sich aber auch manchmal an. Die Piratenjäger sind anscheinend, habe ich gehört, so extrem cool. Nehmen auch noch zu uns auf, weil habe ich als Tipp bekommen, ich soll auch einfach Schiffe angreifen, dass die Piratenjäger kommen. Und dann, ja. Fette Beute, Captain! Waffnen und trimmen! Alle Segel raffen! Alle Segel raffen! Gib mir etwas Fahrt! Lasst uns Fahrt aufnehmen! Klippe voraus, Sir! Locker trimmen, alle Segel einholen! So. Ich gehe von Bord, Jungs. Captain im Meer! So, jetzt haben wir schnell Reiseziel hierher freigeschalten. Okay. Keine Ahnung, wo die ist. Nehmen wir doch gerne mit. Brauchen wir erstmal den Aussichtspunkt, sonst geht da ja gar nichts. Ja, synchronisieren Sie Aussichtspunkt, als wüsste ich das mittlerweile noch nicht. Immer wieder cool, wie dumm die einhalten. Ist eigentlich auch eine schicke Insel, finde ich. Gut, ich finde, es sieht allgemein alles total genial aus. Ja, da oben wäre noch ein Animus-Fragment. Erbeuten wir das? Ach, ganz oben drauf wäre es gewesen. Ich finde, die Tipps nerven mich langsam. Ich finde die Nerven langsam, weil ich jetzt doch das Spiel langsam können sollte. Was auch nochmal Treibgut und ein Survivor. Ne, eigentlich solltest du da hoch. Drei Fragmente gibt's hier also. Gott, wie komme ich denn da hoch? Das ist, glaube ich, wegen der Herausforderung. Natürlich aber doch nicht für mich. Ugh.
Das haben wir alles auf der Insel gemacht. Oder? Müsste alles gewesen sein. Ein Geheimnis, drei Schatztruhen, drei Fragmente. Gut, starten wir die Mission. Ob ja? Oh, ruhig, Milady. Ich dachte nur, ihr braucht Hilfe. Warum? Was ist euer wahres Motiv? Euer Name stand auf einer Karte. Und ich habe sie einer Bande Templer verkauft, aus Versehen. Wir alle machen Fehler. Ach, typisch. Uns einen Templerdolch in den Rücken stoßen und sich dann als Retter aufspielen. Seht, ich mache es wieder gut, Lady. Außerdem suche ich einen Schlüssel. Ich dachte, ich helfe euch. Und dafür behalte ich den Schlüssel, wenn wir... Gut. Ihr seid beleidigt. Ich gehe. Wir fordern euch zur Jagd heraus. Sammelt mehr heute als wir und ihr gewinnt. Leicht. Abgemacht. Okay. Hopp. Hey. Nur Glück. Ja, war schon. Das ist unfair. Versteht es als Ansporn. Hopp, 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 hopp. Glaubt ihr wirklich, dass ihr uns schlagen könnt? Komm, wir sind auch schon nah dran. Schnell, bevor die wieder meint, hier ankommen zu müssen. Rauchbombenbeutel. Das Jagen steckt euch offenbar nicht im Blut. Naja, die aber auch nicht so ganz, Kumpel, hä? Okay. Ich weiß nicht, ob ich schießen kann. Ah, doch, es geht. Na toll, hätte ich ja gar nicht so ewig hinterher rennen müssen. Shit, da ist ja noch so ein Viech. Ich führe immerhin, Kumpel. Ein weißer Jaguar. Guter Fang. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Wir nehmen eure Hilfe an. Wobei? Seht. Regatten? Warum? Gibt es dort irgendwas außer Fisch? Nein. Das sind eure Templer. Ihr habt ein Schiff und ein bleiches Gesicht. Transport und Pass. Trefft uns auf Grand Cayman und helft uns dort. Okay, 100% geschafft.
Heult man doch logischerweise. Okay, da müssen wir hin. Gehen wir zurück zum Schiff. Öffnet die Hauptsegel! Alle Segel, Bewegung! Feuer! Ich probier's. Jetzt zeigt es! Bewegung, ihr Ratten! Feuer! Feuern, Sir! Easy. Ram und Marssegel fest zurren. Großsegel reffen. Holt die Marssegel ein. Die holen wir uns doch, der gute Schiff. Sieg! Holt die Landratten ein. Hält sie um und füttert mit ihnen die Haie. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Na geil, habe ich einen Hammer getötet. Also die... Es stimmt, ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir mit unseren neuen Schwertern kämpfen. Also ich finde sie gut. Wie findet ihr sie? Schreibt sie in die Kommentare. Boah, den anderen habt ihr gesehen, wie sie den weggekaut hat. Yes. Also Stufe 38. Ist auch kein Problem. Entschuldigung. Oha, die hat ordentlich was dabei. Ja, die nehmen wir auf. Ja, das ist ein guter Fang, das Schiff. Ein achtbarer Fang, Edward. Segel setzen, Bewegung. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Segel, wir reiten die Bö. Wo wollte ich überhaupt hin? Eigentlich wollte ich ja da runter. Nehmt die Rahn auf den Wind! Alle Segel, sie verträgt das! Ich verstehe nicht, warum ich eigentlich schon wieder in einem Sperrgebiet bin. Ich habe ja alles, die ganzen Vordinger, erobert. Naja. Ja, das war ein guter Fang, das Schiff. Ach, wartet mal, das machen wir jetzt gleich noch. Alle Segel niederholen! Gehen wir natürlich erstmal zu unserer Fregatte. Flotte. So. Neu gekapertes Schiff, 1 von 3, zu meiner Flotte hinzufügen. Dann mehr... Kostet 200. Ja,
Dock verfügbar. Kostet jetzt 350. Shit. Schiff aus der Flotte abfragen. Hier so einen blöden Schoner. Schiff gesunken. Sehr cool. Jetzt probieren wir gleich, schauen wir gleich mal, wie stark das ist. Welches war denn das vor allem? Ist die halt auch ganz da vorne? Ne, müsste doch die da sein, oder? Wartet mal. Die Flotte. Das müsste die sein. Wundert mich jetzt. Jetzt probieren wir einfach mal. Jetzt machen wir hier den Kampf. Ich muss jetzt mal die ganzen Kackdinger wieder reparieren. Ich weiß gar nicht, warum die schon wieder so kaputt sind. San Miguel. Ich denke, da verlieren wir jetzt halt dummerweise wieder ein Schiff irgendwie. So Gefühl. Statt dass er unten auf die untere Fregatte geht. Ihr hättet jetzt mittlerweile zwei Schiffe zerstören können. Ist halt so blöd. Glück habt, dass die jetzt nicht auf unsere Experiment sind. Hoffentlich geht die kaputt. Nein. Aber wir schießen nochmal davor. Das war jetzt ein harter Kampf. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Und wir müssen reparieren. Jetzt sind die 60 wieder weg. Scheiß Dreck. Naja. Geh nie zuerst auf den Schoner. Naja, obwohl, Fregatte wäre sinnvoller gewesen. Meine Stimme, Entschuldigung. Die denken sich, gehen wir halt zuerst auf die Schwachen. Für die San Miguel. Tötet die Fregatte. Und schauen wir mal, was es hier so für Missionen gibt. Wir haben keins. Ach, das ist die HMS Surprise. Voll blöd, die haben fast keine Chance, dass sie es schaffen.
Schauen wir halt hier einmal. 45, ist ja krank. Ach, das auch, ups. Ach, die schafft es schon. Hoffe ich zumindest für sie. Wow, 3 Minuten. Das kann ja viel Geld geben. Eigentlich ist es ja voll egal, wir können ja einfach rausschicken. So, jetzt haben wir keine Schiffe mehr. Wir bauen jetzt gleich mal ein neues Dock hin. Nächstes kostet 600. Ey, ihr seid doch gestört. Wir beenden den Partner an der Stelle jetzt halt aber auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.